Und nicht bei C. Bei C müssten ja dann bin ich ja bei 200 Milliliter. Aber hab da nur 100 eingefüllt, weil ich habe hier 300 Milliliter drin. In der Flasche. Gar nicht das? Okay, das habe ich verstanden. Das müsste ich ja ungefähr bei C sind, ne? 200 Milliliter Stabilisator? Nee. Also 1 Milliliter B, 1 Milliliter B, 2 Milliliter A. Ach, nee, warte. 1 Milliliter B. Milliliter A und jetzt 200 Milliliter destilliertes Wasser. Stabilisator C. 200. Dann müssten wir bei 100 enden. So. No way. Denk daran, dass Flasche A und B identisch. Ich kann da nicht weiter runterdrücken, es geht nicht. Auch ihre Hähne. Milliliter Stabilisator. 1 Milliliter A. Ne, 1 Milliliter B, 2 Milliliter A. Versuch doch folgendes. D 100 Milliliter, C leer machen, B 1,5, A 3 Milliliter. D 100 Milliliter, 100. Ach, das doppelte Mensch da. Leer machen. Ja, es ist so schwierig aus den Dorfflaschen 1,5 bzw. A rauszuholen. Weil das geht in 300, 375. Was sind das für Schritte bei A? Von 75 geht's 25 hoch. Ne, geht's 150 direkt hoch. Christoph, so, dein Versuch. A zweimal auf und zu. Ja, ich muss jetzt erstmal die Basis drin machen.
B einmal auf und zu. Ist richtig, ja. Genau. C 200 Milliliter, D genau die Hälfte von der Halterung. Die Mischung ist... Ja. Ich muss ja das in der Reihenfolge noch machen. Stabilisator, dann B, dann A. Also ich muss C, B, A und dann destilliertes Wasser. C, B, A, D muss ich machen. C. B. Scheiße. B. So, jetzt die Hälfte von der Halterung. Zack. Ist aber, glaube ich, zu viel. Ja? Das hat er gar nichts mehr gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Was ist denn das? B 1 Milliliter, A 2 Milliliter. Deine Variante war D 100 Milliliter. C leer machen. B 1 Milliliter, A 2 Milliliter. Er sah doch da nichts mehr. Hat es jetzt aufgehen oder was? Puh. Irgendwas übersehen wir. Er sagt auf jeden Fall was mit der Menge noch. Und weitere 50 Milliliter, wenn die Gesamtmischung mehr als einen halben Liter beträgt. Pro Milligramm Luminol 1 Milliliter. Wie viel Luminol benutzen wir? Wer ist denn? Wir kennen Mensch. Steht da nirgends. Was ist denn in der Luminol drin? Luminol 150 Milligramm. Es sind 150 Milligramm Luminol. Jetzt haben wir's, Freunde. Pass auf. Dann brauchen wir 150. Jetzt haben wir's. Es sind 150 Milligramm Luminol. Jetzt haben wir's. So. Jetzt haben wir's. Wir brauchen dann 150 Milligramm B und 300 A. Wir fangen an. 200 Milliliter Stabilisator. Das ist C. 200 Milligramm Stabilisator. Wie viel Luminol dazu? Ja, jetzt habe ich es gelesen. Bin ich schon mal raus. Dann kommt 150 Dimethyl, das ist B. Oh, oh, jetzt müssen wir die Zeit. Dann machen wir zuerst A. A brauchen wir 300.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Dann brauchen wir ungefähr 5,5 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25, 26. So. Dann dieser schwule Stabilisator brauchen wir 100 Milliliter, weil wir sind ja jetzt drüber, ne, über den 500 Milliliter. Nicht Stabilisator, destilliertes Wasser. Weil wir sind jetzt mehr wie 50 Milliliter. Wir haben 200, 150, 350. Wir sind drüber, wir brauchen 100 Milliliter destilliertes Wasser. Warum sagt er nichts? Er sagt einfach nichts. Es passiert nichts. Mann! Ich muss aber aufs Klo. Ich muss jetzt aufs Klo. Ich gehe mal kurz aufs Klo, mir ein Getränk holen. Mann! So. Ich hab mal nichts mehr, wo ich mal hier was aufschreiben kann. Ich hab nichts mehr da. So. Hab was organisiert. Es ist eigentlich reine Mathematik. Wir gucken jetzt mal auf den Zettel. Wir brauchen 150 A. Ne, Dümmel, 150 B. 300 A. Als erstes 200 Milliliter C. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall über den halben Liter. Und dann 100 Milliliter destilliertes Wasser. Also sind wir bei 200 C, 150 B, 300 A, 100 D. Das destillierte Wasser benutzen wir als Basis. Das benutzen wir mal als erstes. Vielleicht stimmt's dann.
Weil da steht ja Basis. Wir arbeiten uns von unten hoch. Wir machen zuerst Wasser. Dann machen wir das A und B. So, so. Und dann zum Schluss der Stabilisator C. Das heißt, zuerst 100D. Mache jetzt so, zuerst 100D. Ich mache es jetzt doch immer so, wie ich mir es vorstelle. Zuerst 100D. So. Hört doch auf, Mann. Er hat nicht mehr aufgehört. Nochmal. Jetzt bin ich genervt. Jetzt nervt es mich. So, genau 100D. Dann 150B. Ach, das wissen wir ja nicht, weil man nicht in die scheiß Flasche gucken kann. Das waren ungefähr 6 Sekunden, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann 300A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Könnten da nur 5 Sekunden bei B gewesen sein. Man sitzt nicht, man weiß es nicht. Man weiß es erst dann, wenn es zu spät ist. Weil er dann einfach nichts sagt. So, dann die Stabilisatoren drin. Und jetzt macht den Scheiß doch drin. Er sagt danach einfach nichts. So, jetzt ziehe ich hier 106 Millionen an. Möglichkeiten, das zu machen. Muss auf 225 runter, nicht auf 300. Habe ich mich verguckt? Ach, es sind 5. Ach ja, ach, bin ich so dämlich. Okay, alles klar. Ja, 300 Milliliter. Er steht hier nicht bei 500. So, noch einmal. 100. D. Gut gesehen, Chat. Gut gesehen. 300, 225 muss ich runter. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 65, 8 Sekunden ungefähr. Es sind ungefähr 8 Sekunden. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So. Und jetzt habe ich hier 200 Milliliter C. Wenn es jetzt nicht klappt, trinke ich erstmal einen Schluck. Ja? Oh. Ah ja, Tipp mit der 225. Ich hab's nicht gesehen, ich Idiot. Ich habe auf 200, auf 300 das Ding runtergeholt, aber da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Sehr schön. Dankeschön. Wieder mal an den Chat. Dankeschön. Boah. Ich kotze, wenn ich verrecke und die ganze Scheiße nochmal machen muss. Dann flippe ich komplett aus. So, das Zeug transportieren wir hiermit. Und jetzt müssen wir zu dem scheiß Schrank. Den sprühen wir dann in. Jetzt können wir mal zu dem Schrank und dann können wir das innen sprühen und dann wird das Blut sichtbar. Boah. Fabi, geh mal jetzt nimm mir auf den Sack mit dem scheiß Luminol.
will heute Abend hier kein Wort mehr über Luminol hören. Und Chat so, Luminol, Luminol, Luminol. Alles klar, Sippe, gute Nacht. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Part, der Schrank. Weil wenn ich hier jetzt verrecken sollte, dann ist hier Polen offen. Dann gehe ich richtig wütend. Mir alles nochmal machen dürfen, das wäre ziemlich heikel. Wo laufst du denn jetzt lang? Da die Tür. Beeile ich mich ja nicht, jetzt gehen wir mal schön langsam. Luminol, Luminol, Exelia, leg mich einmal an. Nee, Quatsch. Alles gut. Da ist unser Gehirnsub, ist da noch schön an der Wand hier, schnell raus aus dem. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ah, in den scheiß Kellerraum, alles klar. Alter, wenn wir verrecken, flipp ich aus. Ich habe keinen Bock, die Scheiße nochmal zu machen. Luminol, Luminol. Der Maggi. Maggi. Der Maggi dabei gepostet. Ah, schön. So, wir nähern uns jetzt, ich glaube, dem finalen Part von Kapitel 2. Ich beeile mich nicht. Wir machen das jetzt ganz langsam. Warum dreht der Idiot sich jetzt rum? Mann! Ich sehe nicht, wo es ist! Man sieht nicht, wo man hinspringt! Mann! Sippe ist ja doch noch da. Ja, wenn du. Na, ich habe nochmal neue Charaktere bekommen. 4, aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob die erschossene Frau jetzt auch wieder kommt. Im nächsten Kapitel. Das ist alles so, ich weiß es noch nicht so ganz, Skynetrix. Wir müssen hier lang. Oh, yes! Oh, Scheiße, es passiert was. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig. Good.